Herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Erklärvideo zur Lehr- und Lernplattform Lernsachs. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie eine Konferenz mit Ihren Schülerinnen und Schülern bzw. Ihren Kolleginnen und Kollegen halten. Dazu gehen Sie bitte zunächst wieder auf die Seite lernsachs.de, klicken auf den Login-Button und loggen sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort ein. Wählen Sie dann rechts oben die Gruppe aus, in der Sie die Konferenz halten möchten. Wenn Sie in der Gruppe sind, klicken Sie links unter dem Punkt Kommunizieren auf den Reiter Konferenz. Nun sehen Sie alle Dateien, die Sie zuvor für die Konferenz freigegeben haben. Um die Konferenz zu starten, klicken Sie oben rechts auf Konferenz in neuem Fenster starten. Es öffnet sich daraufhin ein neuer Tab und Sie werden zunächst darum gebeten, Ihre Kamera und Ihr Mikrofon freizugeben. Meistens müssen Sie dies dem Browser aus Sicherheitsgründen noch einmal bestätigen. Durch einen Klick auf Entscheidung merken, werden Sie in Zukunft nicht doppelt gefragt. Sie gelangen daraufhin in die Konferenz und sehen Ihr eigenes Bild rechts oben und die Whiteboard-Fläche. Rechts können Sie außerdem erkennen, wie viele Teilnehmer aktuell in der Konferenz sind. Mit einem Klick auf Jetzt starten aktivieren Sie die Konferenz für alle Mitglieder der ausgewählten Gruppe. Diese bekommen die Konferenz dann angezeigt, sofern sie eingeloggt sind. Alle Mitglieder sehen dann ihr Bild und die Whiteboard-Fläche. Um die Konferenz zu beenden, schließen Sie einfach den Tab und gelangen zurück auf Ihre Startseite. Wir hoffen, Ihnen hat das Video geholfen. Wenn sich Fragen ergeben, bitte einfach in die Kommentare zu diesem Video schreiben. Diese finden Sie, wenn Sie auf der Seite etwas runterscrollen. Bis zum nächsten Mal, alles Gute!